Torsten hier live aus der CAG Arena in Ravensburg. Jetzt war ich gerade ein bisschen überrascht, man möge mir das verzeihen. Ja, wir haben heute ein theoretisches Nachholspiel. Also wir spielen heute den 12. Spieltag hier in der CAG Arena und die Ravensburg Tower Stars empfangen die Krefeld Pinguine. Das Ganze natürlich in einer äußerst engen Tabellenkonstellation. Für Ravensburg aber drei Mann sicher nach hinten ab für Krefeld. Möglichkeit, Bauerntrick, Tor. Ein Moment hat Big nicht gewusst, wo der Puck ist. Und dann ist es Robbie Sarnik, der hier im waschechten Bauerntrick ums Tor rumfährt. Und hier merkt, dass Big nicht rechtzeitig rüberkommt. 1:0 Führung für die Ravensburg Tower Stars. Torschütze Robbie Sarnik. Ins Drittel eingedrungen, hat Raschek, Scheibe vors Tor und dann Latta. Nick Latta mit der Riesenmöglichkeit. Luis Latta ebenso in dieser Formation. Kriegt die Scheibe auf Oliver Kranz. So, Puck landet aber beim Krefelder. Gute Chance hier. Alfaro. Schuss, Tor. Schuss von Dennis Pfaffenhut. Und er passt einfach zwischen den Schienen durch von Felix Pick. Schauen wir nochmal. Kurz nach dem Bulli-Kreis abgezogen und dann überzwingt er Felix Pick. Gerade noch hier wegen dieser Rauferei auf der Strafbank gesessen und hier macht er das 2:0. Wieder die Pinguine. Kretschmann und Scharipov. Möglichkeit, Chance, Tor, Sam Herr. Da wollte er eigentlich noch auf Sarnik rüberlegen und da bekommt er dann selber den Nachschuss serviert, weil den Felix Big da vorne abprallen lassen, der muss fast. Schauen wir hier nochmal, Sam Herr. Und dann lässt der Big keine Chance im Nachschuss. 3:0 in der 19. Spielminute das Ganze. Hier schauen wir nochmal. Sarnik. Vorwahr nimmt, weist die Scheibe ab. Soro läuft mit. Soro! Nick Latta jetzt Platz. Auf die rechte Seite gespielt. Schuss von Fabian Dietz. Scheibe bleibt an der blauen Linie hängen. Gute Reaktion hier auf Kretschmann. Und das ist der Anschlusstreffer für die Krefeld Pinguine. 1:3. Die 37. Spielminute, Tor für die Krefeld Pinguine. Gut herausgearbeitet hier, der Angriff von Kretschmann und im Nachschuss. Hier nochmal zu sehen aus der Hintertorkamera, dann Jan Pfaffenhut vorbei. Ist abgedreht zur Bank. Nochmal die Möglichkeit, und das ist Fabian Dietz, der hier den alten Vorsprung wiederherstellt. Fabian Dietz mit dem 4:1. Kurz nach dem Anschlusstreffer. Hier eine klasse Aktion hier von Dietz. Bedient von Oliver Kranz. Und dann hat er Felix Pick ausgespielt. Ja. Kranz, Direktabnahme, Sarnik, Riesenchance für die Tower Stars. Wieder geht das Bulli hier an die Gäste. Adam mit dem Pfosten. Und jetzt Alexander Weiß mal in Szene gebracht. Puck geht durch den Torraum. Wieder kleine Druckphase hier jetzt. Ehrhoff mit dem Gewaltschuss, aber nicht viel anbrennen lassen. Sarnik nochmal. Scheibe auf Charlie Zero. Matsumoto. Den haben sie halt im Griff gehabt. Wenn auch jetzt nochmal. Gute Parade von Scharibov. Einmal, zweimal. Dann der Schuss geblockt. Und da hinten gibt es jetzt einen Fight zwischen Matsumoto und die Uhr tickt, die Fans zählen hier runter.
Und das war's. Ravensburg sichert sich 3 Punkte auf eigener Mais gegen die Greffel-Pinguine.